Seine Rückkehr, einer der spektakulärsten Transfers in diesem Sommer. Mario Götze ist jetzt Frankfurter und soll mit der Eintracht in der Champions League das Europacup-Märchen der Hessen weiterschreiben. Spannend ist bei der SGE aber nicht nur die Personalie Götze. Ist der Europa-League-Sieger gerüstet für die Königsklasse? In Teil 2 unseres Transferchecks schauen wir auf Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg, den VfL Bochum und den FC Augsburg. Und der war bislang relativ verhalten auf dem Markt. Zumindest ein neuer Stürmer ist da. Ermedin Demirovic kommt vom SC Freiburg im Tausch gegen Michael Gregoritsch, der Augsburg nach 5 Jahren verlässt. Maximilian Bauer verstärkt die Innenverteidigung, ablösefrei von Absteiger Fürth. Und der zuvor geliehene Arne Meyer wurde aus Berlin fest verpflichtet. Wo müssen die Fuggerstädter noch nachlegen? Nach aktuellem Stand kann man davon ausgehen, dass der FC Augsburg sich im Laufe der Transferperiode nach einem weiteren Angreifer umsehen wird. Denkbar ist zudem die Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers, eines typischen Box-to-Box-Players. Einen solchen Akteur wünscht sich Enrico Maaßen als neuer Trainer des FC Augsburg. VfL Bochum. Zwei Philipps für die Offensive. Philipp Hofmann, waschechte Nummer 9, einer der besten Torjäger der zweiten Liga der letzten Jahre, stürmt ab jetzt für den VfL Bochum. Philipp Förster vom VfB Stuttgart soll den Konkurrenzkampf im Mittelfeld anheizen. Und das gilt auch für Rückkehrer Kevin Stöger und den polnischen Nationalspieler Jacek Góralski. Drei Spieler für die Defensive kamen in Ex-Arsenal-U23-Profi Jordi Osei-Tutu, Innenverteidiger Ivan Ordets und Außenverteidiger Saidi Janko. Viele Transfers, bisher wenig Ausgaben. Und das trotz 16 Millionen Euro Einnahmen aus den Verkäufen von Maxim Leitsch, Amel Bella-Kotschap und Sebastian Polter. Was also macht der VfL mit den Millionen? Der VfL Bochum hat im Moment ein großes Transfer-Plus und kann da auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Die finanziellen Möglichkeiten sind besser als in den Jahren zuvor. Aber große Lücken im Kader gibt es eigentlich nicht mehr. Der VfL ist schon ziemlich weit in seinen Planungen. Es fehlt vielleicht noch ein Stürmer. Das hängt davon ab, ob Silver Gangula vielleicht noch geht. Und es fehlt unbedingt noch ein weiterer Innenverteidiger. VfL Wolfsburg. In der Autostadt haben sie mal wieder ein bisschen investiert. Allerdings nicht in große Namen, sondern in die Zukunft. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler Jakub Kaminski kam für rund 10 Millionen Euro von Lech Posen. Ein direkter Konkurrent könnte der 21-jährige Patrick Wimmer von Absteiger Bielefeld sein. Kilian Fischer, ebenfalls 21, und Bartol Franjic, 22, verstärken die Defensive vom neuen Trainer Niko Kovac. Warum setzt Wolfsburg jetzt auf Jugend? Der VfL hat sich in diesem Sommer zurück auf den Wolfsburger Weg begeben und will damit den Hunger erhöhen im Kader, den Erfolgshunger, die Gier, die ein bisschen abhandengekommen war im letzten Jahr. Kaderlücken ergeben sich noch in der linken Innenverteidigung. Dort soll noch ein Nachfolger für John Anthony Brooks verpflichtet werden. Und auch im Mittelfeld sucht man nach einem Mann, der die Lücke schließen kann, die Xaver Schlager mit seinem Wechsel zu RB Leipzig hinterlassen hat. Eintracht Frankfurt. So langsam aber sicher könnten sich die SGE-Fans von der Titelparty nach dem Europa-League-Triumph erholt haben und gedanklich auf die Königsklasse einstellen. Champions League in Frankfurt, ein absolutes Highlight für jeden Eintracht-Fan. Ist Frankfurt für die Champions League gerüstet? Jetzt haben wir da einen Kreativspieler wie Weltmeister Mario Götze im offensiven Mittelfeld, einen Kolo Muani, der sehr variabel im Offensivbereich agieren kann, eine unheimliche Explosivität mitbringt. Lucas Alario, ein klassischer Abschlussstürmer für den Strafraum. Dazu noch ein Jungspund wie Alidou vom HSV, der ja auch mit Tempo, mit Dribbelstärke viel Potenzial in sich vereint. Und so gesehen ist die Eintracht zumindest in der Offensive sehr gut aufgestellt für die Champions League. Bisschen dünn ist die Besetzung im defensiven Mittelfeld. Wenn alle Spieler gesund sind, ist das okay. Aber da hätte der Eintracht sicherlich ein spielstarker Sechser noch gut zu Gesicht gestanden. Und in der Abwehr reißt Martin Hinteregger natürlich eine Lücke mit seinem Karriereende. Aber auch da wird die Eintracht das erstmal versuchen, intern aufzufangen. Tuta wird wahrscheinlich in die Mitte der Dreierkette rücken. Diese Rolle als Abwehrchef, die traut man ihm zu. Den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung fachen zusätzlich der ablösefreie Jerome Onguene von RB Salzburg und Hevoje Smolcic von HNK Rijeka an. Aurelio Buta kam aus Antwerpen für die Rechtsverteidigerposition. Sportvorstand Markus Krösche hat ja gleich am ersten Tag im Trainingslager in Windischgarsten gesagt, dass keine weiteren Zugänge geplant seien. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, wenn Philipp Kostic, Evan Dicker oder Daichi Kamada, das sind ja die drei Spieler, deren Verträge 2023 auslaufen, die Eintracht noch verlassen sollten.
Borussia Mönchengladbach. Wirklich viel hat sich bei der Borussia noch nicht getan. Doch ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Gerüchte gibt es um mögliche Abgänge von Marcus Thuram, Breel Embolo und Jan Sommer. Immerhin, mit Ko Itakura und Fraulo sind schon zwei Verstärkungen fürs Mittelfeld da. Was ist von den Neuzugängen zu erwarten? Itakura ist der klare Sechser, den man sich gewünscht hat. Jemand, der defensiv denkt, absichert, dort für Struktur sorgt. Und Oskar Fraulo ist ein ganz spannender junger Mann für die Mittelfeldzentrale. Ein dynamischer Mann mit Zug zum Tor, zwar ist 18 Jahre alt und deshalb ein Spieler für die Zukunft, aber vielleicht kann er eine der Überraschungen in der neuen Saison werden. Was die weiteren Transferaktivitäten angeht, da warten die Borussen jetzt erst einmal ab, was sich noch so auf der Abgangsseite tut. Es gibt ja noch einige Wechselkandidaten, speziell in der Offensive. Und sollte ein Spieler den Club verlassen, dann wird dort auf dieser Position sicherlich nochmal nachgelegt. Nachlegen. Angesichts der doch eher enttäuschenden letzten Saison keine schlechte Idee. Nicht nur bei den Fohlen, sondern auch in Wolfsburg und Frankfurt soll es in der Saison 2022-23 in der Bundesliga wieder bergauf gehen.